Was für ein Abend im südchinesischen Foshan. Über 2000 Gäste, Politiker, Journalisten und Audianer feiern gleich zwei Jubiläen. 25 years Audi in China. Und diesen Audi A6L, unseren 2-millionsten Audi, den wir in China ausliefern. Ein großer Moment, sowohl für seine neue Besitzerin als auch für Audi. Es hat 22 Jahre gedauert, bis wir die erste 1 Million Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert haben. Und damals hatten wir gesagt, wir trauen es uns zu, bei einem dynamischen Markt wie in China, für die nächste Million brauchen wir nochmal 3 Jahre. Und es ist sogar ein kleines bisschen früher gegangen. Also wir dürfen wirklich stolz sein auf diesen Erfolg. In Foshan wird ab Jahresende der Audi A3 als Limousine und Sportback produziert. Geplante Jahreskapazität rund 150.000 Autos. Vor 25 Jahren ist der Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Audi in China gelegt worden, im Jahr 1988. Changchun, alles beginnt mit Mercedes. Die Stuttgarter können die Auflagen der Chinesen nicht erfüllen. Kurzerhand schlägt Audi zu und verdrängt Mercedes aus der Halle. Platz für den Audi 100, der erste Verkaufsschlager in China mit 100.000 Autos. 1999 folgt der Audi A6 mit einem speziell für China verlängerten Radstand. 2009 startet die Produktion von den Audi A4L, die erste Langversion eines Premium-Automobils der oberen Mittelklasse. 2010 geht der Q5 an den Start, der erste in China produzierte Premium-SUV. Ebenfalls 2010 liefert Audi das millionste Auto an einen Kunden in China aus. 2012 geht der neue A6L ins Rennen. 2013 die vorläufigen Höhepunkte. Der in Changchun produzierte Q3 kommt auf den Markt und es wird Audi City Beijing sowie das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Peking eröffnet. Ich glaube, der große Erfolg von Audi war, dass wir vor 25 Jahren nach China gekommen sind. Diese Pionierentscheidung war eine strategisch goldrichtige Entscheidung und die spiegelt sich heute in dieser erfolgreichen Zahl wieder, das 2-millionste Auto an einen Kunden hier in China der Marke auszuliefern. Aktuell werden in Changchun 4 Modelle produziert und es gibt landesweit mehr als 300 Audi-Händler in über 130 Städten. Doch Audi hat noch weitere ehrgeizige Ziele. In China spürt man, dass Umweltbelange immer mehr eine wirkliche Bedeutung bekommen. Und auch wir als Automobilhersteller sind dort natürlich gefragt. Wir haben als erster vor gut 3 Jahren schon mit Start-Stopp-Automatik hier Serie gemacht und Serie gesetzt. Das ist anerkannt. Bei vielen Umfragen ist Audi die umweltfreundlichste Marke in China und wir werden hier natürlich weitermachen. Hybridisierung, Plug-in-Hybride, wir werden auch an der Effizienz der Verbrenner und Diesel weiterarbeiten. Das ist unsere Aufgabe, das sind unsere Zusagen und da kümmern wir uns drum. Der Abend zeigt, dass Audi längst in China ein neues Zuhause gefunden hat. Mit dem wachsenden Engagement im Reich der Mitte will sich das Unternehmen international weiter besser positionieren. 25 Jahre kleine Abenteuer und große Erfolge liegen bereits zurück. Viele weitere Jahre voller spannender Herausforderungen folgen noch.